Wir kümmern uns um die Ratten, dann gehen wir ins Fort. Reisender Händler? Ob nicht stillen. Du kannst aufhören zu schleichen, ich hab dich gesehen. Hallo, Wanderer. Ich habe... Es ist mir ein Vergnügen. Ich kann nur schauen, ob ich Munition schnell bekomme. Holz und Pfeil. Ja. Hm. 80 Stück. Das wird reichen. Es war mir eine Freude, Geschäfte mit dir zu machen. Das glaube ich dir. Erstmal lieber einen Käsekuchen. Dann können wir wieder weiterschießen. Yay! Und. Ich erledige das. Ja, hoffentlich. Oh, gute Arbeit, Wachen. So ist nicht besser. Ja, glaube ich. Wir haben fette Rüstung noch immer. Obwohl alle Rüstungen ein bisschen downgegradet ausschauen. Von Berserkern, von Frank. Ah ja, hier kann ich mich erinnern, da habe ich damals einen Flammenwerfer rausgezogen. Der Dreck war. Okay, wir nehmen den niedrigen Eingang da unten. Nein. L2 ist Jetpack. Hey, kleiner. Komm schon, hol dir den Fight. Wow. Gut, erster Fight. Erster Fight bestanden. Irgendwie sind die Architekten. Irgendwie sind was die Architekten. Ich war noch nicht fertig. Irgendwie sind die Architekten der alten Welt echte Künstler gewesen. Diese Kugelbauten sind schon was Besonderes. Mhm. Ich will dich ja nicht unterbrechen, Kaya. Würde ich nie wollen. Ich hab jetzt schon die Moves. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Gabel gelootet. Wichtig. Jetzt erst die Fische attackieren. Achtung! Ich sehe es. Leider auch nicht, muss das sein. Okay. Gib das Ding nicht. Na geht doch. Ah, sie haben die Welt einfacher gemacht. Sehr gut. Man kann exploren. Ich bin nicht gut genug. Mist. Nicht gut genug sein. Scheiße. Das ist gar nicht geil. Gar nicht geil. Noch keine Radioaktivität gesehen. Da war er drin, der Flammenwerfer. Jetzt nicht mehr. Okay. Dann nochmal in die Stadt. Auf in die Stadt. Nicht, dass ich wieder 50 Setzerbrot sammeln muss. Diesmal wahrscheinlich gebratenes. Da man es diesmal braten kann. Jo, wo bist du? Hä, mit deinen Splittern. Er raucht eine. Wie? Deine Pestratten sind erledigt. Wirklich? Oh, danke. Mein Arsch ist gerettet. Hier, nimm das. Jetzt kann ich mich endlich wieder zu Hause blicken lassen. Yay, da freuen wir uns alle für dich. Okay, rein hier. Schauen, was hier abgeht. Was sie aus dem vorgemacht haben. Oh! Na schau.
Haben sie schön gemacht. Die Berserker sind anscheinend wirklich viel besser für die Map. Für die Map. Für die Welt als die Outlaws. Berserker. Die ist ein bisschen legendär. Was haben wir da gerade bekommen? Oh, ich habe viel zu viel Loot schon. Ich kann es nehmen. Was schießt sie? Bolzen. Jetzt habe ich gemerkt, die Getränke gehen wir dann woanders hin. Hier unten. Was ist da für ein Gegner? Ja, was ist immer ist. Die Leute werden schon klar damit. Ach, Wachen. Wie geht? Moment, wo willst du hin? Du kannst dir nicht einfach hereinspazieren. Oder glaubst du, ich stehe hier zum Spaß? Ich... Unterbrich mich nicht! Striker, was erwarte ich, wenn ich rede? Ganz genau. Klappe halten. Heraus damit. Was willst du? Ich will ins Vor. Sag bloß. Hör zu. Du bist keiner von unseren Arbeitern. Also ist hier Endstation. Eins noch. Unsere Wachen haben Anweisung, Unbefugte aus dem Vor zu werfen. Also spar es dir, über die Mauern zu klettern. Wir das sind hier nämlich gemacht. Auf Zack, oder Striker? Siehst du? Hellwach. Mhm. An mir führt kein Weg vorbei. Kaya. Und jetzt Abmarsch. Kaya. Du schon wieder. Lass mich durch. Schwer von Begriff, wie? Ja. Der Boss will keine Leute in der Stadt, die nach Ärger aussehen. Komm schon, der ist doch harmlos. Du kennst die Anweisung. Ohne guten Grund hat dein Hintern in der Stadt nichts verloren. Ach ja? Eine große Hilfe bist du nicht gerade. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Doch. Du hilfst also nicht. Pah, woran das wohl liegt? Ich brauche Unterstützung gegen die fremden Invasoren. Du, ich, die ganze Welt. Glaubst du, diese Stadt ist ohne Grund befestigt? Das heißt trotzdem nicht, dass wir jeden reinlassen. Wenn dir etwas Besseres einfällt, dann raus damit. Aber hör auf, mich so strafend anzusehen. Wir können das auch anders klären. Wenn du schon auf dicke Hose machst, dann nutze deine Kraft da, wo sie benötigt wird. Hör dich mal bei den Setzern um. Thorhild hat sicher Arbeit für dich. Und vielleicht auch eine, mit der ich dich durchlassen darf. Aber tu dir selbst einen Gefallen und reiz sie nicht. Sie ist ein wenig speziell. Wo hält sich Thorhild auf? Sag mal... Brauchst du eine Brille oder was? Die Setzlingsfelder sind doch nur einen Steinwurf von hier entfernt. Wenn du sie dort nicht findest, ist dir auch nicht mehr zu helfen. Ich will mich euch anschließen. Ach ja? Und da bist du dir ganz sicher? Zehne Nummer. Seit wir auf dem Vormarsch sind, wollen immer mehr was vom Ruhm abhaben. Schmarotzer und Taugenichtse bilden da die Mehrheit. Wie ein Schmarotzer sieht er aber nicht aus. Trotzdem. Nein. Okay, ich verstehe schon. Hat da die Mission ausgewählt? Zutritt ins Fort. Ja, haben sie ausgewählt. Nicht schlecht. Gut. Was ist nicht schlecht, dass ich nicht reingekommen bin? Das gefällt dir wieder, gell? Wieder Probleme mit den Wachen. Wie immer in diesem Spiel. War das eine... Nein, das war ein Setzer, oder? Ein Setzer, das sind die reisende Händler, war das der reisende Händler? Irgendwer wichtiges hier: Wache, Wache, Wache. Ja, gut bewacht. Was ist jetzt? Bist du bereit?
Weiß nicht. Meinst du, die paar Büchsen und Wasserschläuche reichen? Natürlich, den Rest kriegen wir unterwegs. Drei Haken und zwei Schaufeln. Wie bitte? Ich unterhalte mich gerade. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das so eine gute Idee war, die Outlaws nicht komplett von hier zu vertreiben. Wie meinst du das? Wir haben ihnen unsere Rüstungen gegeben, sie wie Berserker angezogen und lassen sie unsere Setzlinge pflegen. Das heißt aber nicht, dass sie wirklich Berserker sind. Ich weiß einfach nicht, ob wir diese Grobmotoriker wirklich an unsere heiligsten Pflanzen lassen sollten. Das ist alles. Das erfahre ich erst jetzt? Wie wollt ihr das Feld bestellen, wenn euch das Werkzeug fehlt? Erklär mir das. Heißt das, wir haben Pause? Ihr geht mir nicht eher vom Feld, bis ich es sage. Und wenn ihr die Erde mit den Händen umgraben müsst, zurück an die Arbeit. Und jetzt zu dir. Ich schätze es nicht, wenn man mich mitten in einer Unterhaltung unterbricht. Diese Angewohnheit solltest du dir schnell abgewöhnen. Was hast du überhaupt hier zu suchen? Sag jetzt nicht, du wurdest eingeteilt, um zu arbeiten. Ich sehe keine Ausrüstung. Also, ich höre. Räudiges Vieh. Ich will mir ein paar Splitter verdienen. Sieh an. Dann verrate mir mal, was es mit den Begriffen Trockenperiode, Säuregehalt und Schädlingstoleranz auf sich hat. Ist das denn wichtig? Das fragst du noch? Nicht zu fassen. Damit das klar ist, Herumtreiber haben hier nichts verloren. Und ich kann keinen weiteren Trampel zwischen den Setzlingen gebrauchen. Als Setzer werde ich dich also nicht einstellen. Für dich habe ich etwas anderes im Sinn. Eine Aufgabe, die nur etwas Muskelkraft erfordert. Sonst nichts. Wie kann ich dir helfen? Da hier ständig etwas zu Bruch geht, muss Ersatz her. Goliath schickt von Zeit zu Zeit passende Gerätschaften. Geh also ins Fort. Lasse soll sie dir aushändigen. Er ist der Schmied und lagert das Zeug für gewöhnlich ein. Das ist alles? Naja, vielleicht musst du ein paar Mal hin und her laufen. Aber das bekommst du schon hin. Ich darf also annehmen, dass du dich darum kümmerst? Ich besorge dir die Werkzeuge. Halt dich aber nicht zu lange beim Schmied auf. Er trinkt gern mal einen. Und wenn du sie hast, sei vorsichtig mit den Haken. Lässt du sie fallen, kann es leicht sein, dass... Ich mach das schon. Wenn die Wache am Tor Probleme macht, sag ihr, du handelst in meinem Auftrag. Passt. Sie wird dich dann durchlassen. Du hältst wohl nicht viel von deinen Setzern. Die meisten sind ehemalige Outlaws. Keinerlei Arbeitsmoral. Sie stinken und sind faul. Ich würde lieber ein paar Kindern ihre Arbeit überlassen, als meine Zeit in ihrer Ausbildung zu verschwenden. Aber so lautet nun mal mein Auftrag. Und ich werde ihnen schon noch die nötige Disziplin einbläuen. Übertreibst du nicht ein bisschen? Naja, sie können eine Waffe halten. Das ist von Vorteil, wenn Gefahr droht. Aber ob ich mich auf sie verlassen kann? Wir werden sehen. So, ich muss mich jetzt wieder um das Feld kümmern. Ansonsten wird das hier bald ein großer Komposthaufen sein. Okay, wo ist Butch? Irgendein Typ namens Butch war doch hier. Nichts klauen. Diesmal nicht. Das sind so viele Leute. Oh, schauen wir hier nochmal rein. Du bist besser gleich verschwunden. Das bin ich. Endlich habe ich meine Ruhe. Hey, bist du Butch? Arschkriecher! Ja, du! Oho. Ich will mit dir sprechen! Diese Outlaws, hör auf deine Arbeit. Wieso quatschst du mit der Alten? Wenn du für sie ackerst, lässt du uns Setzer schlecht aussehen. Einer muss hier ja arbeiten. Da bläst aber jemand mächtig die Backen auf. Kaum eine Minute auf dem Feld schon den Musterknaben spielen. Mhm. Typen wie du sind hier nicht gern gesehen. Aber vielleicht... Bist du ja gar nicht so ein Arschloch. Hast vielleicht sogar was übrig für uns. Lass mal ein paar Splitter rüberwachsen, dann können die anderen und ich uns was Vernünftiges zu spachteln holen. Meine Taschen sind leer. Bist wohl auch ein armes Schwein.
Nun verstehe ich, warum du ihr den Arsch hinhältst. Aber da sie kaum was rausrückt, wirst du ein armes Schwein bleiben. Ich muss dann mal wieder. Mach's gut. Putsch. Und was ist dein Problem? Mussten wir morgens oder abends den Setzlingen... Ich hab es doch schon... Ich muss die Felder beaufsichtigen. Hört ich wollte dir nur ins Wort reden. Ständig muss... Das tut schon keiner. Jetzt komm schon, der Krater wartet. Jo. Wieder rauf zur Torwache. Ich hab kurz gedacht immer, dass die kleinen Pflanzen hier Minen sind. Und das wäre nicht mein erster Minentod. In diesem Spiel schon, aber im anderen Elex, im Elex 1, haben mich schon genug Minen besiegt. Jo, Mann, lass mich rein. Du schon wieder? Ich soll Werkzeuge für Thorhild bei Lasse abholen. Daraus wird nichts. Wirklich? Goliath hat keine Werkzeuge geschickt und es sieht auch nicht danach aus, dass sie es tun werden. Sag ihr, sie muss sich woanders Ersatz besorgen. Du lässt mich also nicht passieren? Erraten. Das war ja eine traurige Vorstellung. Du hättest mir ruhig helfen können. Das kann ich mir im Moment nicht leisten. Ist so schon kompliziert genug. Das kann sie sich nicht leisten. Oh. Ich hoffe, ich muss nicht mich mit Butler umfreunden. Lass mich sie von irgendwo looten, die Handwerkssachen. Oh Mann. Na dann, los. Wo ist sie? Ah ja. Ich dachte, wenn ich... Ich sehe, was passiert, wenn du denkst. Los, weiter! Goliath hat keine Werkzeuge geschickt. Was? Wer hat das gesagt? Garda, die Torwache. Das fehlte mir noch. Wie sollen wir uns um die Setzlinge kümmern, wenn es an den einfachsten Mitteln mangelt? Ständig kommen neue Probleme hinzu. Aber gut, es wird sich eine Lösung finden. Nun zu dir. Falls du vorhattest, über diesen Weg ins Fort zu gelangen, Pech gehabt. Ich will aber nicht undankbar sein. Darum rate ich dir, stell dich in Scrappys Dienst. Aufträge, die er vergibt, führen immer dazu, dass die Torwachen dich passieren lassen. Halt dich einfach südöstlich der Felder. Am Ende der Schlucht, die das Fort trennt, findest du seinen Schrottplatz. Alles in allem bist du nicht so unnütz, wie ich es erwartet hatte. Das Ergebnis mag bescheiden sein, aber das kann ich dir nicht anlasten. Bevor ich es vergesse, nimm das hier. Auf unseren Feldern empfiehlt sich eine praktische Kleidung. Und mir scheint, du kannst sie gebrauchen. Einfache Berserkerkleidung ist die beste als mein Zeug. Ich glaub's nicht. Ha! Ja, es wird verkauft. Okay, haben sie die Mission markiert? Nein, haben sie nicht. Arbeit für Scrappy. Hier drüben. Natürlich, der gute alte Scrappy lebt noch. Der war damals schon ein Opa. Und ich habe ihn nicht umgebracht. Gott sei Dank. Was würde ich ohne Scrappy tun? Ich hätte meine Armbrust testen können. Und finde noch ein anderes Monster zum Testen. Gute Arbeit. Ah, tja. Ich liebe den Dreh. Oh. Was war hier noch? So, Armbrustpolzen. Hier war doch noch irgendein Biest. Nein? Haben die Wachen schon erledigt da drüben? Das schaffen die. Die brauchen mich doch nicht. Lieber mal weiter. Ist sie doch ein bisschen overpowered. Ich glaube nicht, dass die Armbrust viel stärker ist. Das war alles andere, was ich habe.
Aber ich habe Munition drin. Das ist das Wichtige. Schön Fernkampf spielen nochmal. Es geht los. Alles geht auf Kaya. Nicht das Schlechteste für mich. Ich bin mir gerade nicht so eine große Hilfe. Na gut. Gute Arbeit, Mädel. Sorry, dass ich so ein... Ja, du weißt schon, was bin. Warum zeigt es mir hier oben was an? Weiter. Käsebrot essen und dann bald mal schlafen gehen. Im echten Leben, nicht im Spiel. Obwohl. Wir sollten mal mit Fenris reden wegen der Klippen. Wieso? Sie tot? Mist. Run, boy, run. The stalker is trying to catch you. Nein, weiter rennen, weiter rennen. Zieh dein Schwert weg und renn zu den Wachen mit dem Ding. Wachen! Fetter Stalker im Anmarsch. Wachen! Wachen! dreh dich um, Kleiner. Bleib hinter mir. Das mache ich sowieso. Ich muss aufpassen, dass ich auch nur den Stalker treffe und nicht die Wachen. Nice. Naja, so macht man diese Dinge hier. Die fighten drüben noch immer. Habt ihr es geschafft? Wer bist du, Setzerin? Nicht stehlen. Achso, die Loot. Okay, weiter zu Scrappy. Scrappy, Scrappy, ja. Wir haben mir einfach einen Stalker in den Weg gesetzt. Ich weiß nicht, was sie damit anfangen wollten. Oh, mich aus der Ruhe bringen, das schaffen sie nicht. Stalkers, easy. Blaue Blüte. Nach einer Mana-Pflanze ausgeschaut zuerst. Habe ich mir schon einen Presslufthammer geholt? Daraus wird Nein. nichts. Wo war ich? Nein, ich muss. Wieso? Sieh sie dir doch mal an. Die sehen aus, als würden sie jeden Augenblick runden. Habe ich dich wieder unter. Sieh sie dir doch mal an. Die sehen aus, als würden sie jeden Augenblick runterbrechen. Muss ja nicht sein, dass Scrappys Arbeiter hier erschlagen werden. Sollen wir gleich zu ihm gehen? Nee, lass mal, ich regel das irgendwann. Da musst du nicht dabei sein. Okay. Ist was versteckt hier oben? Nee. Da ist ziemlich viel Biestwerk dafür, dass Scrappy direkt um die Ecke ist. Hat er die Wurm geschattet? Ja. Mit dem One-Shot. Gut. Was haben wir hier drin? Gratis Loot. Fettes Teil hier. Haben sie anscheinend für Scrappy Chart Verwendung gefunden. Das? Ich stehle. Stelex heißt es doch.
Guter Witz. Oh. Wir werden Scrappy gleich mal ausrauben. Gut, gut, gut. Werker, Werker, Werker. Hast schön aufgebaut hier, Scrappy. Muss man dir lassen. Was? Ach, Mist. Und wo ist Ryder? Ich kann den Hintereingang nehmen. Ist das euer verdammter Ernst? Da verbannt mich die Scheißhild von den Scheißfeldern, um beim Scheiß-Scrappy Scheißmetall zu schleppen und jetzt schmeißen die mich auch noch raus. Scheiße! Dass ich von diesem Ungeziefer Scrappy überhaupt Befehle annehmen muss, ist ja schon schlimm genug. Der Typ, den ich damals aus dem Vorgeschmissen habe, weil er mal wieder Stims geklaut hat, dem scheiß Suchtbolzen. Und Red, der genauso. Wie zur Scheiße konnte es passieren, dass dieser scheiß Mabe hier Chef geworden ist? Ich halte das echt nicht mehr aus. Hey, Willi, die Kolonne zur Mine wartet schon auf dich. Bist du soweit? Ja, ja, ich komm ja schon. Willi? Hat der mich echt grad Willi genannt? Ich glaube, ich muss ja bald ein bisschen morden gehen. Red ist Chef. Du weißt schon, dass ich dich sehe. Ja, steht nicht chillen drauf, oder? Ist doch... Eat and crap all you can... Eat and crap. Hm. Alles nehmen. Alles nehmen. Und dann noch ins Crappys Bett schlafen. Controller. Red ist Chef hier. Natürlich. Mein Lieblingscharakter. Weiter geht's. Machst du dir in die Hosen oder was? Verdammter Dieb! Lauf gefälligst gerade. Netter Versuch. Netter Versuch war's. Oh, Scrappy ist OP. Ey, Mann. Was geht? Sag mal, da beißt mich doch ein Raptor. Sehen meine alten Augen das richtig? Jax? Du erinnerst dich an mich? Na klar. Du alter Haudegen hast mich doch damals gesucht, weil ich Stims vom Dock geklaut hab. Wolltest mich einbuchten? Da vergesse ich nicht so einfach. Oh. Wie ist es dir ergangen? Ich hab dir geholfen. Hab einiges durchgemacht. Das kann ich mir vorstellen. Hier hat sich einiges geändert. Du hast mir damals das Leben gerettet. Weißt du das? Wegen dir bin ich nicht mehr an meine Stims rangekommen. Hast ja keine Ahnung, wie mich das genervt hat. Aber sieh mich an. Mit Rüstung und allem. Dass der olle Scrappy sich mal so macht, hätte ja wohl keiner gedacht. Aber genug davon. Was führt dich zu mir? Das für Dialekt. Du hast dich also den Berserkern angeschlossen. Ja, das war wohl die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe. Als Red an die Macht kam, hat er den ollen Scrappy nicht vergessen. Hat mich zum Boss der Materialbeschaffung gemacht, wie er es nennt. Kannst du mir was über das Schürfen beibringen? Klar, was willst du wissen? Schürfen. Ist nicht so, als könnte ich was lernen hier. Warum hat Red ausgerechnet dir den Job gegeben? Weißt du, das habe ich mich auch gefragt. Ich denke, Red weiß, dass er immer auf mich zählen konnte. Hab ihm nie Böses gewollt oder so. Hätte bestimmt bessere für den Job gegeben, aber ich beschwere mich nicht. Und jetzt mache ich das, was ich eh am besten kann. Ich kümmere mich um den Schrott, sorge dafür, dass die Eisenklopper bei der Schmiede genug Metall haben und zeige den Neulingen, wie man Eisen aus dem Berg haut. Hast du Arbeit für mich? Na hör mal, klar habe ich Arbeit für dich.
Ist sowieso gut, hier zu arbeiten. Der Zutritt ins Fort wird nicht jedem erlaubt. Sollte dann aber kein Problem mehr sein. Ich brauche noch Leute in der Mine. Ist schon ein bisschen her, dass ich die letzte Lieferung gekriegt habe. Wäre gut, wenn du mal hingehen könntest und mal schaust, was die so lang brauchen. Kannst auch ein bisschen aushelfen, wenn die Probleme haben. Würdest das für mich tun? Natürlich mache ich das für dich. Kein Problem, ich arbeite für dich in der Mine. Du wirst das nicht bereuen. Geh einfach südöstlich von hier am Weltenherz vorbei. Ist nicht schwer zu erkennen, ist ein großes Loch im Fels. Komm wieder zu mir, wenn du Neuigkeiten hast. Jo, Scrappy, dreh dich mal um. Nee, dreht es sich nicht. Oh, wir müssen in die Mine. Crazy Red ist Boss hier. Ist ja zum Kotzen. Ja, vielleicht bin ich der Einzige, der ihn nicht mag. Warte mal. Hier drüben, okay. Wir werden hier hin teleportieren und dann gleich weiterrennen. Upsi. Nein. Weil hier ist Todeszone. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Yep, ich weiß, ich weiß. Wie weit sind wir schon in der Episode? Ah, machen wir die Mission noch fertig. Machen wir noch fertig. Jetzt habe ich hier ein bisschen Loot zum Kämpfen. Ah. Crazy Red ist an der Spitze. Der Typ, den ich am wenigsten mag im Vor. Oh. Da werde ich wohl nicht den Berserkern beitreten. Oh, ich hasse Red. Oh, Mist. Sorry, Kaya. Ich sollte gleich mal mit Frank reden. Wegen einem Satz. Oh. Knapp, knappes Ding. Ah ja. Wir wissen schon, was hier abgeht. Bleib hinter mir. Hopp, der zweite ist auch von da. Beide gehen auf Kaya, dann werde ich mal mit dem Bogen bearbeiten. Ich schätze, das war's mit Kaya. Jungs, lebt ihr noch? Habe ich hier Unterstützung oder sind schon alle tot? Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ich habe ein schlechtes Gefühl dabei. Oh, Jungs, Unterstützung. Jungs. Oh, wow. Die Luft hier scheint vergiftet zu sein. Ich sollte Scrappy davon berichten. Oh. Ich kann mich nicht erinnern, dass Raptor uns spucken kann. Achtung ist gut, ja. Das kannst du laut sagen, Mädel. Okay. Können wir das Teil da runterholen und unten kämpfen? Ja, können wir. Komm schon. Runter mit dir, Kleiner. Da bist du ja. Oh ja. Das ist ein fetter Kampf gleich. Okay. Das wird wohl nicht so einfach wie erwartet.
Achtung! Komm schon, mach mal fett Schaden da, Bettel. Das war meine letzte Granate. Jetzt machen einen Rückzug. Achtung. Achtung. Hier ist das Verfall. Okay, gute Arbeit, gute Arbeit. Kannst du da auch stehen? Ja. Oh, Presslufthammer, sehr schön. Guter Fight, guter Fight. Nicht leicht. Oh, aber wir haben es überlebt. Ich bin nicht gut genug. Hoffst du es raus oder bist du da auch nicht gut genug? Nichts Interessantes hier zum Stellen. Leere Truhe. Ich glaube, die restlichen Arbeiter sind wahrscheinlich einfach abgehaut. Oh. Es reicht mir. Das ist mein letztes Log, was ich hier aufnehmen werde. Von den Setzlingsfeldern geschmissen, als Schrottsammler verbannt, um in der Mine zu arbeiten. Ich sag's dir. Ich werde hier auf dich warten. Wer hier zuhört, das macht Red mit Absicht. Ich hau hier ab. Ich werde losziehen und eine eigene Bande gründen. Ein paar der alten Jungs in Arteris anheuern. Oh, mein Kram lasse ich hier. Den brauche ich sowieso nicht, wenn ich mich mit Überfällen über Wasser halte. Die Scheißhild und Schrotti könnten mich echt am Arsch lecken. Wer auch immer den Kram hier findet, kann ihn behalten. Und wenn du auch die Schnauze voll hast von den Berserkern, such mich. Ich werde die glorreichen Tage der alten Outlaws wieder aufleben lassen. Ohne Baxter oder Red. Ohne Logan oder Nasty, dann werde ich der König sein. Und wer mich in Frage stellt, wird umgebracht. Und wenn ich dann eine Truppe habe, die groß genug ist, hole ich mir das vor zurück. Hey, Willi! Geh voraus, ich folge dir. Was machst du denn da hinten? Ach, verpiss dich, du! Die Luft hier scheint vergiftet zu sein. Gift, okay. Ich sollte Scrappy davon berichten. Es ist Gift. Was haben wir jetzt? Da war Gift. Kartoffelsalat natürlich. Ich werde hier auf dich warten. Kartoffelsalat war's. Das geht nicht lange gut. Ah.
Schluss aus mit meinem Leben. Das geht noch. Das geht ja noch. Nein, Eisenhower, da gehen wir jetzt nicht abbauen. Kartoffelsalat hält noch ein bisschen. Okay, wir gehen raus. Eine Runde schlafen und dann nochmal mit Kartoffelsalat hinein. Ja, schau. Hör mal, ich habe da wieder etwas, worum ich mich in Tavar kümmern muss. Schieß los. Einige Mutanten sind in der Nähe des Forts ziemlich auffällig geworden. Wir haben ja öfter einmal Mutantenhorden, die unser Fort passieren. Doch diese scheint sich ungewöhnlich lange schon vor den Toren unserer Stadt aufzuhalten. Ich werde diese Höllenbrut der Alps auseinandernehmen. Bist du dabei? Machen wir dann. Geh voraus, ich folge dir. Zuerst wird geschlafen. Und dann wird die Hülle ausgenommen. Dann wird gespeichert. Und dann können wir noch beim Sterben gehen. Zusammen. Yay. Oh. Die Hülle wird noch geplündert. Ah, mein Kopf. Naja, aus dem Weg. Diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Wird Zeit. Okay, ich werde hier auf dich warten. Ja, mach ruhig. Ich hol mir nur die ganze Loot. Alles Loot und Checks. Schaut so aus. Ich krieg schon Schaden. Da geht's ja tief hinein. Okay, raussprinten. Ich bin mir sicher, da gibt's noch einen anderen Höhleneingang hier. Kaya! Spinne! Kaya! Geh voraus, ich folge dir. Das ist eine Spinne. Oh, wo kommt die auf einmal her? Ich dachte, der Raptor ist schon genug. Oh, ja. Ich muss jetzt auch noch eine Pause machen. Dann habe ich noch eine Episode. Mache ich heute noch. Das war noch nicht alles. Pause, 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 Pause. Pause, Pause, Pause.